Wenn du dich mit Geschäftspartnern zusammen selbstständig machen möchtest, dann hast du die Auswahl aus mehreren Rechtsformen. Es gibt einige Personengesellschaften wie zum Beispiel OHG oder KG oder auch Kapitalgesellschaften wie die UG, GmbH oder auch Aktiengesellschaft. Die einfachste Gründungs- und auch Rechtsform, die ihr gemeinsam wählen könnt, ist die GbR, die Gesellschaft bürgerlichen Rechts. Die wird manchmal auch BGB-Gesellschaft genannt. Das ist wie gesagt die einfachste Form, wie ihr gemeinsam ein Unternehmen starten könnt. Und in diesem Video schauen wir uns mal ganz im Detail an, was sind eigentlich die Voraussetzungen, wie läuft der ganze Gründungsprozess ab und so weiter. Die wichtigste Grundvoraussetzung, um eine GbR zu gründen, ist erst einmal ein Geschäftspartner. Das heißt, ihr müsst mindestens zwei Personen sein. Das heißt, du alleine kannst keine GbR gründen. Das ergibt auch dann gar keinen Sinn. Eine GbR gründet man nur mit mehreren Personen, also mindestens zwei Personen. Das Attraktive bei einer GbR ist, dass ihr kein Mindestkapital habt und dass die ganze Gründung relativ unbürokratisch ist. Das heißt, ihr könnt euch beide einfach zusammentun, euch die Hand geben und sagen, wir wollen gemeinsam selbstständig sein. Und damit seid ihr eine GbR. Kleiner Hinweis, die Hand schütteln müsst ihr euch im Zweifel auch noch nicht einmal. Die GbR ist also eine wahnsinnig einfache Gründung und in der ganzen Bürokratie nicht wirklich komplizierter als ein Einzelunternehmen. Es gibt allerdings eine kleine Einschränkung, wenn ihr im Handelsgewerbe tätig sein wollt, also zum Beispiel einen E-Commerce-Shop aufbauen wollt, dann könnt ihr die GbR nur wählen bis zu einem Jahresumsatz von 250.000 Euro. Wenn ihr größer werdet, dann seid ihr in der Regel eine OHG, mehr oder weniger automatisch. Das heißt, wenn ihr in den Umsatzbereichen seid, dann solltet ihr unbedingt einmal mit einem Steuerberater sprechen, um da keine Fehler zu machen. So einfach und unbürokratisch wie die Gründung der GbR ist, so schwierig und rechtlich kritisch ist sie auch manchmal. So haftet ihr alle tatsächlich unbeschränkt mit eurem Privatvermögen. Das ist bei einem Einzelunternehmen auch der Fall. Wenn du irgendwo Mist anstellst, dann haftest du damit. Und zwar mit deinem gesamten Privatvermögen. Das heißt, wenn du noch einen Bausparvertrag hast, eine Immobilie und so weiter, dann verlierst du die unter Umständen, wenn du irgendwo im Rahmen deiner Selbstständigkeit einen finanziellen Schaden anrichtest. Und genauso ist das bei einer GbR. Bei einer GbR kommt aber das Problem dazu, dass der Fehler unter Umständen gar nicht von dir gemacht wird, sondern von deinem Geschäftspartner. Das heißt, wenn ihr zusammen eine GbR gründet, dein Geschäftspartner baut irgendwo Mist, was dir persönlich vielleicht nie passiert wäre, dann haftest du trotzdem vollständig mit, weil der Leistungserbringer und der Geschäftspartner die GbR war. Und deswegen haftest du auch unbeschränkt mit deinem Privatvermögen, wenn dein Geschäftspartner tatsächlich einen Fehler macht. Solche Risiken kann man auch stark beschränken durch Betriebshaftpflichtversicherungen. Deswegen würde ich dir dringend raten, wenn ihr eine GbR gründet, solltest du dich unbedingt mit dem ganzen Thema Betriebshaftpflichtversicherung auseinandersetzen. Auch in meiner persönlichen Selbstständigkeit musste ich schon mal eine solche Versicherung in Anspruch nehmen. Das heißt, ich hatte sie nicht nur, sondern ich brauchte sie auch und kann sie deswegen auch jedem empfehlen. Und bei GbRs gibt es nach meinem Gefühl zumindest relativ häufig Streitigkeiten. Zumindest häufiger als bei anderen Rechtsformen. Weil immer dann, wenn mindestens zwei Menschen involviert sind, dann gibt es auch immer mal Meinungsverschiedenheiten. Oder die Lebenssituationen von den beiden Mitunternehmern, die verändern sich und dann hat man andere Vorstellungen. Und der große Vorteil von der GbR ist ja, dass du sie sogar mündlich ohne Vertrag gründen kannst. Wir erinnern uns, ein Handschlag oder nicht mal ein Handschlag reicht ja aus. Und das führt unter Umständen dazu, dass bestimmte und auch wichtige Dinge, die geklärt sein sollten, bevor man sich selbstständig macht, einfach nicht besprochen worden sind und auch nicht schriftlich festgehalten worden sind. Deswegen würde ich dir bei einer Gründung von der GbR grundsätzlich dazu raten, dass sie einen schriftlichen Vertrag aufsetzt. Das müsst ihr nicht gesetzlich machen. Ich kann dir aber aus meiner über 10 Jahre Erfahrung in der Steuerberatung sagen, du solltest es unbedingt machen. Und in diesem Vertrag solltet ihr alle Dinge schriftlich festhalten, die irgendwann mal für Streit sorgen können. Der große Vorteil ist ja, dass ihr keinen Vertrag haben müsst, also rein gesetzlich nicht. Das bedeutet auch, ihr könnt den Vertrag, also den schriftlichen Vertrag, so gestalten, wie ihr wollt. Ihr braucht dafür keinen Anwalt, ihr braucht dafür keinen Notar. Ihr könnt also rein theoretisch auch einfach ein Word-Dokument anlegen und da alle eure Punkte, über die ihr euch einigen wollt, schriftlich in Stichpunkten runterschreiben. Aber ihr könnt natürlich auch irgendeine Vorlage aus dem Internet nehmen. Da ihr rechtlich an nichts gebunden seid, könnt ihr diesen Vertrag also gestalten, wie ihr wollt. Übrigens haben die Industrie- und Handelskammer
Handelskammern, auf die man ja ganz häufig so schimpft, weil man Pflichtmitglied ist, die haben einige tolle Vorlagen auf ihren Webseiten. Ich verlinke dir mal so einen Muster-GBR-Vertrag unten in der Videobeschreibung. Der kommt von der Industrie- und Handelskammer Berlin. Aber du kannst natürlich auch bei der für dich zuständigen Industrie- und Handelskammer einfach mal auf die Webseite gehen und da einen GBR-Vertrag runterladen. Und das ist zumindest ein guter Rahmen. Aber wie gesagt, den könnt ihr auch anpassen, wie ihr wollt. Zusammengefasst vielleicht einfach mal ein paar Punkte, die auf jeden Fall in eurem Vertrag regeln solltet. Erstens, wo ist eigentlich der Sitz der GBR? Also, was ist die eigentliche Adresse? Was habt ihr eigentlich vor mit dieser GBR? Also, den Unternehmenszweck. Wer ist eigentlich beteiligt an dieser GBR? Auch das ist nicht immer ganz eindeutig, wenn die GBR mehr so aus einer spontanen Idee entsteht, wer eigentlich tatsächlich als Mitunternehmer dabei sein möchte. Wer übernimmt die Geschäftsführung? Also, wer vertritt die Gesellschaft nach außen? Macht ihr das zusammen? Macht das nur einer? Wer bekommt wie viel Geld? Wer darf wie viel Geld oder wie viel Ressourcen eigentlich benutzen? Wann muss der andere Gesellschafter informiert werden oder muss unter Umständen noch etwas freigeben? Wie verhält es sich, wenn einer versterben sollte? Oder wenn einer einfach keine Lust mehr hat? Oder das an jemanden anderen abgeben möchte? Muss dann der andere zustimmen und so weiter? Das sind die Punkte, die du auf jeden Fall regeln solltest. Ihr könnt natürlich auch beliebig andere Punkte noch aufnehmen. Und noch ein wichtiger Hinweis zum Thema Namen der GBR. Da ist die GBR nämlich relativ ähnlich wie das Einzelunternehmen, denn der Name der GBR muss immer die Namen der Gesellschafter beinhalten. Also wenn du, lieber Zuschauer, gerade Max Meyer heißt und mit mir zusammen eine GBR gründen möchtest, dann müssten wir diese GBR Max Meyer und Melchior Neumann GBR nennen. Wenn du mehr als drei Gesellschafter hast, dann könnten wir uns auch auf die Nachnamen beschränken. Also Meyer, Neumann, Müller GBR. Wichtiger Hinweis, der Zusatz GBR, den müsst ihr auch reinschreiben und ihr könnt eure Namen auch ergänzen. Also wir könnten uns auch Max Meyer und Melchior Neumann Videoproduktions GBR nennen. Wichtig ist nur, dass unsere Namen ein Teil davon sein müssen und der Zusatz GBR muss auch enthalten sein. Wenn wir diesen Punkt abgehakt haben und wir uns gemeinsam auf einen Vertrag geeinigt haben, dann ist die GBR tatsächlich so gegründet. Und dann müssen wir, ähnlich wie bei Einzelunternehmen auch, uns jetzt registrieren. Ich habe übrigens zum Thema selbstständig machen schon mal ein Video aufgenommen, das verlinke ich dir oben rechts einmal. Da bin ich wirklich Schritt für Schritt durch die einzelnen Gründungsschritte durchgegangen und die gelten tatsächlich jetzt auch für eine GBR. Also als erstes haben wir den Vertrag gemeinsam geschlossen. Und im nächsten Schritt müssen wir uns überlegen, ob unsere Tätigkeit, also die Inhalte der GBR, eigentlich eine freiberufliche Tätigkeit ist oder aber eine gewerbliche Tätigkeit. Denn es gibt durchaus einige freiberufliche GBRs. So sind viele Musikbands tatsächlich eine GBR. Musikbands sind künstlerisch tätig und damit sind sie freiberuflich nach dem Einkommensteuergesetz und damit ist es eine freiberufliche GBR. Aber natürlich auch Bürogemeinschaften von Rechtsanwälten oder aber von Steuerberatern, von Notaren oder von Ingenieuren, das sind in der Regel freiberufliche GBRs. Warum ist die Unterscheidung wichtig? Wenn eure Tätigkeit freiberuflich ist, dann meldet ihr kein Gewerbe an. Dann ist euer erster Schritt für die Registrierung nämlich das Ausfüllen des Fragebogens zur steuerlichen Erfassung. Wenn eure Tätigkeit aber nicht freiberuflich ist, ist sie automatisch gewerblich. Es gibt noch ein paar Ausnahmen mit Vermögensverwaltung und so weiter. Die möchte ich hier an dieser Stelle einmal ausklammern. Ich möchte sie aber einmal erwähnen. Das bedeutet, wenn eure GBR gewerblich ist, dann meldet ihr euch als erstes beim Gewerbeamt an. Ich habe übrigens eine Schritt-für-Schritt-Anleitung aufgenommen, wie man eigentlich so ein Gewerbe anmeldet. Die gilt für euch als GBR genauso. Die verlinke ich dir einmal oben rechts. Wir merken uns also, Gewerbetreibende melden ein Gewerbe an, Freiberufler wenden sich direkt ans Finanzamt und füllen den Fragebogen zur steuerlichen Erfassung aus. Das machen übrigens auch die Gewerbetreibenden, nämlich nach der Gewerbeanmeldung. Und als Antwort auf diesen Fragebogen zur steuerlichen Erfassung bekommt ihr dann einen Brief mit eurer Steuernummer. Das heißt, dann hat die GBR eine Steuernummer. Und das ist die Steuernummer, die ihr auch auf eure Rechnungen schreibt. Das heißt, dann seid ihr auch steuerlich erfasst und dürft als GBR auch Rechnungen schreiben. Das heißt, dann könnt ihr auch so ein Rechnungsprogramm anlegen, ein Bankkonto eröffnen. Das empfehle ich euch übrigens generell. Das ist bei einem Einzelunternehmen auch empfehlenswert, nicht gesetzlich vorgeschrieben, aber sehr empfehlenswert, die privaten und beruflichen Finanzen zu trennen. Aber bei einer GBR ist es absolut wichtig, dass ihr ein separates Geschäftskonto von der GBR habt, weil sonst laufen die Finanzen, für die ja auch der andere mithaftet, über das Privatkonto von einer Person. Deswegen würde ich euch empfehlen, nachdem die Anmeldung beim Finanzamt durch ist und ihr die Steuernummer habt, öffnet ihr ein Bankkonto, gemeinsamen Account bei einem Buchhaltungsprogramm oder Rechnungstool und so weiter. Dazu habe ich übrigens eine ganze Reihe von Empfehlungen, die findest du alle unten einmal in der Videobeschreibung verlinkt. Und damit habt ihr erfolgreich eure GBR gegründet und könnt ja euren Geschäften nachgehen. Vielleicht noch ein wichtiger Hinweis für den laufenden Betrieb. Ihr müsst natürlich eine Buchhaltung machen
Und da reicht tatsächlich auch eine Einnahmenüberschussrechnung aus. Wie die genau aufgebaut ist und wie sich der Gewinn in einer Einnahmenüberschussrechnung genau berechnet, dazu habe ich mal eine Excel-Vorlage erstellt und natürlich auch ein Video aufgenommen. Auch das verlinke ich dir einmal oben rechts. Schau da unbedingt einmal vorbei. Und natürlich müsst ihr auch als GbR einmal im Jahr Steuererklärungen abgeben. Und das läuft tatsächlich so ein kleines bisschen anders als bei Einzelunternehmen. Ihr müsst nämlich einmal die betrieblichen Steuererklärungen abgeben. Das ist einmal natürlich die Umsatzsteuererklärung. Das heißt, die Umsatzsteuererklärung gebt ihr als GbR ab. Als Freiberufler GbR müsst ihr keine Gewerbesteuererklärung abgeben. Aber wenn eure GbR gewerblich tätig ist, gebt ihr natürlich als GbR auch eine Gewerbesteuererklärung ab. Was ihr nicht abgebt, ist tatsächlich eine Einkommensteuererklärung. Denn Einkommensteuererklärungen geben immer nur Privatpersonen ab. Das heißt, die Einkommensteuererklärung ist eine private Steuererklärung. Das bedeutet jetzt selbstverständlich nicht, dass die Gewinne aus einer GbR steuerfrei sind, weil die ja keine Einkommensteuererklärung abgeben muss. Nein, als GbR gebt ihr eine andere Erklärung ab. Und zwar eine Erklärung über die gesonderte und einheitliche Feststellung. Klingt wahnsinnig kompliziert. Was ist das? Mit der Erklärung über die gesonderte und einheitliche Feststellung ermittelt ihr euren Gewinn und ihr bekommt anschließend einen Bescheid vom Finanzamt zurück, und zwar einen Bescheid über die gesonderte und einheitliche Feststellung. Und in diesem Bescheid ist quasi euer Gewinn oder Verlust aufgeteilt. Also lieber Max Meyer, wir machen einmal im Jahr die Erklärung über die gesonderte und einheitliche Feststellung und bekommen anschließend von dem Finanzamt einen Bescheid über die gesonderte und einheitliche Feststellung. Und in diesem Steuerbescheid ist unser Gewinn bzw. Verlust aufgeteilt. Wenn wir insgesamt einen Gewinn von 10.000 Euro gemacht haben und wir beide 50-50 beteiligt sind, steht dann in diesem Steuerbescheid Max Meyer 5.000 Euro, Melcher Neumann 5.000 Euro. Und diesen Gewinnanteil, also diesen Betrag, der in diesem Bescheid steht, den nimmst du dann mit in deine eigene Einkommensteuererklärung und gibst sie da an. Also so führt quasi der Gewinnanteil aus deiner GbR dazu, dass dieser Gewinnanteil dann in deiner eigenen Einkommensteuererklärung versteuert wird. Genau das gleiche mache ich natürlich mit meinem Gewinnanteil. Und das führt dann dazu, dass die Steuerbelastung auf diesen Gewinn durchaus unterschiedlich sein kann. Es kann ja durchaus sein, lieber Max Meyer, dass dein Steuersatz bei 40% liegt und meiner bei 20%. Das heißt, du würdest tatsächlich doppelt so viel Steuern auf deinen Gewinnanteil zahlen als ich. Und ich wüsste es noch nicht einmal, weil wir gemeinsam nur diesen Aufteilungsbescheid bekommen und du nimmst die Zahl dann einfach in deinen Steuerbescheid. Das Ganze klingt am Anfang also wahnsinnig kompliziert, aber wenn man sich mal ein bisschen näher damit beschäftigt, dann ist das gar nicht so schwierig. Und damit haben wir, glaube ich, die wichtigsten Punkte besprochen, die du wissen solltest, bevor du eine GbR gründest. Vielleicht noch eine kleine Einschränkung. Ich bekomme es relativ häufig mit, dass vorschnell irgendwelche GbRs gegründet werden, weil man mal ein oder zwei Projekte gemeinsam macht. Also wenn ich zum Beispiel Webseiten erstelle und du bist Programmierer, Max Meyer, wir haben jetzt ja schon eine lange Geschäftsbeziehung, dann kann ich dich natürlich auch einfach beauftragen. Es kann natürlich sein, dass ich zum Beispiel in meinem Portfolio die Leistung habe, Webseitenerstellung, und ich nur einen Teil erbringe und den anderen Teil, den lasse ich von dir erledigen. Das bedeutet nicht, dass wir sofort eine GbR gründen müssen und jetzt gemeinsam Angebote verschicken müssen und so weiter. Nein, wir können auch einfach als Unternehmer und Subunternehmer miteinander arbeiten. Deswegen, wenn du mit anderen zusammenarbeitest und du sowieso schon selbstständig bist, dann überlege dir, ob du nicht am Anfang vielleicht erstmal Rechnungen untereinander hin und her schickt. Ihr könnt euch ja gegenseitig beauftragen. Und erst wenn ihr merkt, dass ihr gut miteinander harmoniert, dass ihr vielleicht auch wirklich ein gemeinsames Angebot an den Markt bringen wollt und ihr wirklich auch beide gleichberechtigt haften wollt, dann könnt ihr das machen. Meine Erfahrung ist, dass GbRs ganz häufig ein bisschen zu schnell gegründet werden und dass es sich durchaus bewährt hat, vielleicht am Anfang erstmal zu kooperieren und sich Rechnungen hin und her zu schreiben. Denn ihr könnt ohne Probleme auch gemeinsam Projekte umsetzen, ohne gleich eine GbR gründen zu müssen. Aber wenn ihr wirklich gemeinsam Auftraggeber oder Auftragnehmer sein möchtet, dann ist die GbR die einfachste Rechtsform, die ihr wählen könnt. Ich hoffe, mit diesem Video konnte ich dir die wichtigsten Fragen zum Thema Gründung einer GbR beantworten. Wenn du dazu noch Fragen hast, dann schreib uns gerne einen Kommentar unter diesem Video. Und wenn du für deine GbR einen Steuerberater brauchst, dann habe ich da ein paar Empfehlungen für dich. Die findest du unten in der Videobeschreibung. Und GbRs sollten unbedingt unseren Kanal abonnieren und natürlich auch noch die anderen Videos auf diesem Kanal anschauen, zum Beispiel dieses hier oder dieses hier.